So, dann lasst uns mal eintreten in das Rad. Im Rad. Was war das denn für ein Geräusch? Als ob jemand geht. Es ist ein wenig unheimlich hier in diesem Rad. Es ist wie eine Uhr aufgebaut sozusagen. Ähnliche Gestalten in verdrehter Körperhaltung scheinen die einzigen Bewohner hier zu sein. Gebel fragt sich, ob dies ein Grabhügel war oder ihre Anwesenheit irgendwelche rituellen Gründe hatte. Wie unheimlich. Hier sind Markierungen an der Wand. An den Wänden befinden sich alte Bilder, zweifellos Zeugnisse der Sonnenanbeter. Hier sind irgendwelche Löcher. In Fliese. Mit Schlangen drauf. Die nehmen wir mal mit. This stone looks interesting. So. Was ist denn hier Schönes? Noch eine Fliese. Können wir die auch nehmen? Nee, hier ist es fest. It's stuck. Okay, wie ihr vielleicht gesehen habt, haben diese Symbole. Diese Kacheln immer Schlangen drauf, und zwar muss man die abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier ist die 7. Kachel und von da aus geht's halt links herum, werden die, glaube ich, kleiner oder größer. Und nach rechts herum werden die halt auch kleiner oder größer, die Kacheln. Das heißt, man muss jetzt alle Kacheln zusammensammeln und dir eine richtige Reihenfolge von dieser an, um das Ding anbauen. Wie rum das jetzt war, weiß ich gar nicht mehr. Oh, hier sind noch mehr Kacheln. Wir sammeln erstmal alle ein. Ich finde die Musik hier oder die Geräuschkulisse ziemlich unheimlich. Hier ist dieser Stab, den wir brauchen. Den müssen wir da reinstecken nachher. It's shaped a little like a snake. Um nachher damit einen Mechanismus zu öffnen. Halt, hab ich jetzt mitgenommen die Kachel? So, mitnehmen. Das ist jetzt eine etwas langwierige Aufgabe. Aber, naja, gut. Ist eigentlich nicht so schwer, wenn man es eigentlich, mal dahinter blickt, wie es eigentlich funktioniert, dieses Rätsel. Dass man das halt bloß, im Kreis richtig anbringen muss. Die Kacheln. Von der Zahl her, ne? Ist auch fest. Welches ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 12. Ich glaube, 12 ist das höchste. Bestimmt auch bald wieder mal. Da stand eben gerade irgendwas. Ich glaube, da stand eben gerade, dass Gable aus dem Augenwinkel irgendeine Bewegung gesehen hat. Das hoffe ich nicht. Okay. Ist noch eine Kachel. Noch eine Kachel. Wir müssten gleich rum sein, hoffe ich mal. Noch eine Kachel. So. Ich hoffe, wir finden unseren Onkel hier auch wirklich. Oder Tetanus Grab. Am besten beides. So. Und da sind wir am Eingang wieder. Okay, jetzt gehen wir mal wieder zu diesem, genau zu diesem Stück. Was war das nochmal? 7 oder so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Schatten bewegt sich in Gables Augenwinkel. Gut, wir speichern mal ab. Man kann nämlich auch sterben, wenn man es falsch macht. Tag 10. 7, also ich gehe mal nach oben mit den größeren Zahlen. Das heißt, hier mache ich die 8 jetzt ran. Muss ich mal kurz gucken. Gut. 4, 1, 2, 3. Kann man das überhaupt lesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist 9. Könnte das 8 sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht die 10. Und dann 8. Was ist das hier? Das sind 6. Das sind 5. Das sind 4 bestimmt hier, ne? Ja, 4. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 8. Gut. Machen wir die mal hier ran. It fits. Ja, die passt überall ran.
Das ist jetzt nicht das Problem. Hier kommt dann die 9 ran. War das nicht irgendwie die hier? Ja. Hier ran. So. Ja, okay. Dann die 10. Die 10 war, glaube ich, das hier. Das sind 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sind 10. Gut. Hier kommt die 11 ran. Das war die hier. Jetzt müsste die 12 kommen, die schon dran hängt, genau. Jetzt fangen wir also mit der 1 von vorne an. Wo haben wir sie denn? Hier ist die 1. So. Hier die 2. Haben wir sie? Hier. Okay. Hier kommt die 3 ran. Sind das 3 hier? Ja, das sind 3. Übrigens, Schlangensymbole ist natürlich eindeutig ein Zeichen von Damballa. Also sind wir sicherlich richtig hier. So, nächstes ist die 4. Was sind die hier? Okay. Die 5. Ich glaube, das sind 5, ne? 1, ja. Gut. Und 1 noch. Haben wir es endlich fertig? Hier. Ich hoffe, es ist richtig. Ja. Gut, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt müssen wir nämlich auch in der richtigen Reihenfolge, wie man sich denken kann, geht hier eine Tür nachher auf. Wir müssen in der richtigen Reihenfolge die Dinge anmachen. Ich fange bei der 1 mal an. Die war irgendwo anders, ne? Habe hier die 1 und gehe dann einfach nach oben durch. Mit dem Stock. Also ich mache so lange, ich stecke so lange den Stock rein in die Löcher, bis was aufgeht sozusagen. Was ist das hier? 2. Obwohl, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, ich muss bloß. Ich glaube, ich muss bei der 3. anfangen oder so. Das war irgendwie eine ganz komische Reihenfolge. Weil man muss irgendwie in 3 Schritten zur Tür nach oben kommen nachher. Das heißt, es müsste ja die 4. sein. 4, 5, 6. Ich weiß gar nicht mehr, ey. Ich fange mal hier an. Ich teste das mal einfach. Was kann sein, dass es jetzt in die Hose geht. Aber mal gucken. So. Irgendwie aus dem Windern des Hügels hört Gable ein leises Klicken und dann ein Rumpeln. Uh-oh. I have a feeling that did something. Oh oh, die Viecher erwachen. Schnell weg hier. Nein! Er hat uns gegriffen. So, ich mach mal die Geschwindigkeit etwas höher. Damit es diesmal besser klappt, hoffe ich mal, dass wir den Viechern entwischen können. Springe ich mal jetzt, das kennen wir ja schon. Und schnell weg. Und schnell durch. Dem müssen wir etwas ausweichen. So. Und schnell hoch. Und hier müssen wir eine der Lianen benutzen, um rüber zu schwingen. Oder uns, um den da wegzuhauen. I can't believe I'm doing this. Ja. Oh nein, Sackgasse! Onkel Wolfgang! Yeah. Gabriel Knight, I presume. Uncle Wolfgang? In person. Now go to it, boy. I can't hold these creatures for very long, and there are more on the way. Go to what? The secret panel, boy! Those creatures are only alive while it's open. Close it, Gabriel, and hurry! Okay, ich glaube, ich muss den Stock da reinstecken. I think I found something. Komm, Onkel Wolfgang, schnell!
Now stand back. Boah, ist aber agil für sein Alter, nicht schlecht. Ich finde ihn cool. Auch so ein Opa haben. Ja, Großonkel. Wow. The inner wheel. Yes. Wheel within a wheel. Are you okay? You don't look so hot. I'm fine, Gabriel. The wheel. You dreamt it? Yeah. And you? Yes. I must congratulate you on the Three Snakes connection. I had missed it. You will make a wonderful Schattenjäger. Who? Me? Yes. It is a long path, my boy. I myself have still the last of my three quests to meet. But let us see what is here. You have found the heart of the apple, but it might be poisonous still. Gut, Onkel Wolfgang, ich glaube, der hat sich ein bisschen zu viel zugemutet gerade. Übrigens, ich hoffe, ihr hört gerade draußen nicht, dass es so windig ist. Es stürmt nämlich wie Sau und es knattert ein bisschen doll an meinen Jalousien. Hoffentlich hört man das nicht im Mikro. Gut, wir sind jetzt im Inneren des Rads. Ich rede mal kurz mit Onkel Wolfgang. Can we talk? We probably have a little time here. Yes, all right. Ich bin doch ganz fix. Nur ein paar Dinge hier schnell. Do you think Tetilo's remains are here? I have a feeling that they are, Gabriel. Und ich find's cool, er sieht wirklich fast aus wie er, jedenfalls von der Frisur her. Also es scheint sehr nach ihm zu kommen. Find ich super. Is there anything else you can tell me about the talisman? The most important thing about the talisman is that it be once again in the hands of the Schattenjägers. Ich glaube, hier können wir gar nicht mit ihm reden, wa? Das andere eigentlich, das meiste schon übers Telefon abgefrühstückt. Also lass mal rübergehen hier und schauen. Aha, was ist das? Ritualplatz. Look at that table. Yes, it is very old. There is a story being told through the carvings on the side. Can you make it out? Tribesman discovers a snake mound hidden in the jungle. He manages, after much time, to find the secret entrance to the inner wheel. In this room, he bows down to a small idol of some sort. The thing is radiating, like a sun. That explains the source of the Geddes' tribal power. Ah. They found this mound and the idol in it. Where the idol came from originally is hard to say, but it is definitely older than the Geddes. The idol was probably once kept in this table, but they would have it with them now. It must be destroyed. Auf jeden Fall. Bloß wie? Können wir das irgendwie aufheben, das Ding? Mal gucken. Should we try this lid? I suppose it wouldn't hurt. Was mir echt Sorgen, Onkel. Sorry, I'm not. Oh, help, Gabriel. I don't think it would open so easily, though. Were we 10 strong men? Was ist denn mit diesen komischen Stangen da hinten? Vielleicht können wir es irgendwie reinhauen, weil da Löcher drin sind und die vielleicht hochheben. Ich nehme mal welche mit. Gable ist sich nicht sicher, was er mit den Stangen machen soll. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal mit ihm reden. Can we talk? We probably have a little. Is there anything else you can tell me about Tetilo? I can feel her presence here. I wouldn't be surprised if she knew we were violating her sanctum. Ja, super. Is there anything else you can tell me about Tetilo? I can feel her. Haben wir schon? Do you think I have? Das hatten wir auch schon. Was können wir denn noch machen? Nee. Was sind das für Teile, sag mal? Zwei lange Eisenstangen.
anbietet sich so nicht. Aber vielleicht so? It's nice to finally have someone around who knows what the hell's going on. I know, my boy. I know. Wir müssen irgendwie da rein, das weiß ich nur. Auf beiden Seiten befinden sich zwei große Löcher, in der Mitte befindet sich eine Vertiefung. What's that trough for? I saw that. This is undoubtedly a sacrificial table. That trough is for... Ew, that's sick. Okay, vielleicht können wir es jetzt auch machen. What about these iron bars? Good idea. Let me help you. Ach, jetzt geht's. Opfertisch sozusagen. Leben im Herzen. Perhaps these holes. Genau, schieb mal durch. There. Ey, geh nicht weg. Die andere muss auch noch rein, sonst können wir die nicht hochheben. Komm. Let's get the other one. Okay. Jetzt können wir es vielleicht endlich anheben und den Talisman vielleicht finden, wenn er dann wirklich da daran liegt. Die Geschwindigkeit schraube ich mal wieder ein bisschen runter, sonst sieht es etwas komisch aus. So. So, lass uns das Ding benutzen. So? Nee, dann so. Na wie denn? Stangen benutzen? Let's try to lift this top. Es geht ja irgendwie doch. Geht's. I know it's in there. Yes, yes, it is in there. I have not felt this powerful since, ever. Why won't the damn lid come off? It is a sacrificial table. It can probably only be triggered by the proper use of that trough there. With a heart. Oh, great. Where are we going to get a heart? You must take the talisman and be Schattenjäger. You perform the ritual and dreamt of the dragon, no? Yes, I did. But you're the current Schattenjäger. I only did that because... Because you were driven to it. I have done nothing with this title for many years. Even in my prime, I had few cases. My life had a purpose. It was to bring you to this point. But I have no idea what I'm doing. This is not a science, Gabriel. It is instinct. And you have it in your blood. Trust it. The castle is yours now. It has many documents and records which will help you in the future. Well, thanks for the confidence. But what about this table? I want you to go into the next room and get the heart from that dead creature on the floor. Will that work? Doesn't it need to be... fresh? Let us try. Perhaps there's some of the old Ritter magic left. Go on. Okay. Vielleicht kann das als Herzopfergabe klappen. Dann schlüsseln wir das viermal auf. Wollen wir unser geiles Messer? Ja. Great. My first job was Schattenjäger, cutting up dead monsters. Hab dich nicht so. Wolfgang, no! Why did he go to Africa, Gertie? No, it's okay. I'm just a little anxious. No, they haven't. I just need to talk to Gabriel.